we can proceed. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll be affected. We? Let me put it another way. I cannot exist without Cybervoid, and you cannot exist without me. Fine. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ghost Runner. Ja, hat ein bisschen Probleme beim Starten gehabt. Ich habe halt gestartet und wir waren halt direkt in der Sprachsequenz. Deswegen dachte ich ja, okay, machen wir mal die Aufnahme gleich mit an, bevor wir irgendwas verpassen. Aber hat ein bisschen Probleme gehabt mit der Grafikdarstellung, mit der World-Renderung. Wundert mich ein bisschen. Okay, ja, fängt ja schon mal gut an mit unserem Tod. Also so, wie ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. So, nicht anders. Das wird brutal schwierig. Warum konnte ich keine Zeitlupe machen? Okay. Erst, das ist Eingewöhnungsphase. Ich darf nicht. Warum kann ich da nicht an die Wand? Oh, Gottes Willen. Das ist zu kotzen. Oh, easy. Ah, ich habe doch meine Fähigkeit. Warum benutze ich die eigentlich nicht? Ah, schon wieder dazugelernt. Ich könnte die mal probieren, ob die... Hallo? Kuh? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ach, die muss ich aufladen, aber mit was? Mit Schlägen, oder wie? Ich dachte, die lädt sich automatisch auf. So viel zu dem Thema. Was? Okay. Eingewöhnungsphase, wie gesagt. Das darf ich am Anfang. Oh ja, easy. Das sind auch halbe Roboter, oder? Sehe ich das richtig? Sowas in der Art. Okay, weiter geht's. So, die Frage ist, wie töte ich die am besten? Ich fange da hinten an, indem ich hier runterkomme. Hilfe! Oh mein Gott, das ist... Nein, komm schon, alles nochmal von vorne. Warum ist das so schwierig, das Spiel? Okay, jetzt Serious Gaming hier. Warum hat er die Fähigkeit nicht gemacht? So. Okay, theoretisch könnte ich die überspringen, oder wie? Das wollen wir aber natürlich nicht. Oder wir verrecken einfach direkt wieder. Das ist aber gut zum Reinkommen, muss ich sagen. Hilfe, Hilfe. Weiter geht's. So weit, so gut. Die Frage ist, wie kriege ich die beiden jetzt tot, ohne zu sterben? Das wird verdammt schwierig. Nein, komm schon, das ist dein Ernst. Ich hätte ihn einfach töten sollen. Ich habe eine Idee, die nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen uns das Spell aufbewahren für die drei, für die beiden da unten, weil da haben wir echt schlechte Chancen, die so zu erwischen. Oh mein Gott.
Nein, komm schon, das war so skilled eigentlich. Oh Mann. Ersten 5 Minuten gehen schon mal auf meine Kappe, indem ich diese Kacke hier nicht schaffe. Oh, geht doch eigentlich relativ easy. Ich muss mich nur nicht so anstellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe. Ja, okay, da konnte ich aber gerade nicht viel machen. Warum geht der nicht an die Wand? Warum geht der nicht an die Wand? Ich weiß schon gar nicht mal, wie ich mich rechtfertigen soll. Ich wollte gar nicht das drücken, okay. Oh Mann, komm schon. Ja, ich habe ihn nicht erwischt. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich habe den anderen... Habe ich erwischt, gut. Okay. Jetzt serious business hier. Indem wir nicht treffen und direkt in unseren Tod rennen. Hallo? Oh, komm schon, wie soll das überhaupt möglich sein? 3 Stück gleichzeitig. Egal, ich sehe es als Übung an. Und da konnte ich überhaupt nichts für. Läuft schon flüssiger, müsst ihr aber zugeben. Es läuft flüssiger. Ja, warum auch immer der über die Wand statt daran zu rennen. Zu früh. Oh Gottes Willen, das war so gut von mir. Jetzt einfach nicht mehr verkacken, dann ist alles easy game. Oh. These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Also ich hänge ein bisschen was dran an der Zeit, weil dass es jetzt 8 Minuten ging, habe ich nicht gedacht. Hallo? Okay. Es geht weiter los. So, so weit, so gut. Easy. Und jetzt hier einfach sterben. Oh mein Gott. 99, to be precise. What of it? How am I to fight her alone? The climbers replaced many of your parts, but there were a few they couldn't find. Mara's kill switch among them, which means she can't shut you down again. Make no mistake, this fight won't be easy, but at least it will be fair. Wo sind die Dinger?
da. Ich frag mich, wie ich da dran kommen soll. Hä? Was? Was? Die Schutzschilder haben jetzt auch noch mal extra Schutzschilde, oder was? Ja, das sehe ich richtig. Oh mein Gott, das war irgendwie klar, dass das passiert. Okay, ich muss hier ein bisschen erstmal Überblick kriegen von der Map. 2. Es gibt noch eine dritte. Hier. Boah, das war so knapp. Oh, nein, 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 nein! Ich hab nichts mit Fähigkeiten gemacht. So, einmal. Zweimal. Wo war der dritte nochmal? Da. Dann gehen wir zu dem zuerst. Zwei. Oh, das war verdammt knapp. Das war auch verdammt knapp, aber wir haben ihn auch. Oh, Gott sei Dank. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida Elevator Station. That's the fastest route by far. Hilfe? Hilfe? Oh Gott sei Dank muss ich den Mist nicht nochmal machen. The base is Dharma's foundation in more than one sense. It is the lifeblood of the tower's economy. Back in the golden age, there were enough goods produced here to satisfy the needs of all the residents. Of course, the upper levels had certain privileges. During Mara's coup, many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts, and a reminder of what Dharma used to be. Which is? Home. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Schwierig bei dem ganzen Jump and Run die Story mitzukriegen. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen mehr mitlesen als ich, aber ich verstehe es ja halbwegs im Englischen. Da ist doch was von der Schule hängen geblieben. Ha! Your optimization has improved, but it's far from perfect. We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Tür. Oh. 57 Tote, das ist ja vollkommen in Ordnung mit Ranglistenbestzeit, was? Artefakte 1, fortfahren. Das ist mit den Artefakten, so weit kommt's noch, ey. Dass ich mich darum noch zusätzlich kümmere. Nee. Das können die vergessen. Wird geladen. Die Loadscreens sind aber auch verhältnismäßig echt lange für so ein Spiel. Könnte schneller sein. Klar, es ist Bombengrafik, aber die Level sind jetzt nicht so groß. Und vor dem Raytracing, ehrlich gesagt, merke ich auch nicht viel, das ich aktiviert habe. Ich
Hab ehrlich gesagt mehr erwartet. Now moving through the sector's main factory complex. Okay, raste halt aus. Oh, ich glaube, das Level wird ganz, ganz schwierig. Ja, let's go. Hello, Jack, can you Hi. Hear me? Hi. Why Jack? Right, you wouldn't know. It's a code name. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you and it stuck. Do you mind if I call you that? No. No. Oh, es war ein sehr langes Gespräch, ja? Oh, wow, ich hab verkackt. Och, komm schon. Oh, Mann. Ja, was ist mit dem verkehrt? Der ist ja richtig sauer. Oh, das war gerade Cheating. Ja, okay. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Ja, komm schon. Wie soll das überhaupt möglich sein? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen wirklich bei denen zuerst anfangen und sie verstecken und dann überlegen, wo wir weitergehen. Da. Okay. Oh, war das knapp. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kurz weg. Kurz sammeln. Da ist der nächste. Da hinten ist noch einer. Easy. All set. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor the key's communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own cortex interface. Hmm. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Die fummeln alle mal im Körper rum. Ich finde es nicht so geil. Ich würde meinen eigenen Willen. Oh Gottes Willen, es geht wieder los. Oh, schön. Lass mich erstmal vorbereiten, hä? Oh. Dachte, es reicht noch. Ja, okay. Ohne Spell komme ich da eigentlich fast nicht vorwärts. Weiter. Nicht stehen bleiben. Oh, komm schon. Ich war schon in Zeitlupe. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Hupsa. Machen das jetzt wie so ein Profi. Oder tun zumindest so, als ob wir es könnten. Easy. So you're going up to Dharma City? Yes. Well, first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. Hm? Was? Wer's gone? There is no law here anymore. Just the Keymaster's goons, pushing everyone around and shouting orders. You didn't obey. Some of us didn't. You had visited the base often in the past. Towards the end of our time, oh my God. This place became overrun with criminals. The Ghost Runners kept them at bay until Mara took over.
da hinten hin. Guck mal, wie sie mich... Wie sie es einfach nichts können. Nichts können sie gegen mich. So gar nichts. Wir müssen da hoch und wir haben es verkackt. These factories. Everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we Basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions, but each year we'd get less and less. If not for the black market, we would have all starved by now. Keymaster keeps taking while giving nothing back. So you chose to fight? Not much of a choice, really. Efficiency of Dharma City hydroponic farms dwindles. Soon, even the upper levels will suffer. Mara can't feed everyone. Even if she wanted to. Müssen wir hier runter? Ich glaube, ich bin jetzt zurückgegangen, oder? Some decided to fight back. My parents, their friends. Saul? They weren't afraid to speak up against Mara and remind us. The things used to be different. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. Why this title? Supposedly, she wanted to unlock our chains. Set us free. Yeah, right. Free from the Architect. Probably. Wohin? Oh, Gott sei Dank. Das ist so strange aufgebaut. Wer soll denn das kapieren? Okay, ich glaube, wir müssen hier dann hoch. Sieht gut aus. Strange. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city? Not returning. Leaving. Most of the keys are locals and never go up there. This is unusual. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Können wir da an der Wall rennen? Ja. Okay, als nächstes. Pfeil zeigt nach da. Das sieht alles so gleich aus. Ich habe das Gefühl, dass ich hier überall schon war. Okay, hier ist es klar, was ich tun muss. Oh Gott sei Dank. Mara would never retreat. If she is withdrawing her forces, it is only because she has another way to stop us. What way? If I could read her mind, I would still be running things around here. Und wo sind die Gegner? Ich spür's doch schon. Ah, geil sieht's halt trotzdem aus, gell? Die Fabrik sieht schon echt geil aus, aber... Oh mein Gott, war das knapp. Ey, komm schon, den hat man nicht gesehen. So, der andere ist wo? Das ist schon echt unfair. Komm schon, ich kann nirgends hin. Muss ich hier hin zuerst zufällig? Es geht wieder los. Da oben ist das komische Ding. Da komme ich so nicht hoch, okay. Höchstens... Oh Gott. Höchstens, wenn ich auf dem Ding lande, dann müsste das gehen. Oder auch nicht. Okay, so kommen wir da auf jeden Fall nicht hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich mache das falsch. Wir müssen einmal so, einmal so. Okay, nee, so springe ich in den Gegner rein. Und so laufe ich direkt runter. Das ist auch gut. Okay.
Wohin muss ich danach? Komm schon, Leute. Oh, da geht's. Vielleicht sollte ich mal hier einfach entlang gehen. Scheint einfacher zu sein. Ich glaube, ich muss hier langsam runter. Hilfe, 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 verstecken. Verstecken, verstecken. Okay, ich brauche einen Überblick. Wo sind die nächsten? Ein Maschinengewehr-Typ ist hier auf jeden Fall noch irgendwo. Und ansonsten... Oh Gott, da unten. Oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. You're all heading towards Amida Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Wait. What? Some of their units just changed course. They're... Coming back? Not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Jack, I've intercepted the Key's orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire Fifth Sector. Which way to the filters? Thank you. Die sind so lieb. Okay, ich würde sagen, das ist das perfekte Timing, um die Folge zu beenden. Ich habe jetzt ein bisschen Länge gemacht wegen den Toten, aber jetzt wird's auch Zeit. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall nächste Folge wieder dabei bei einer weiteren Folge Ghost Runner. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.